Oh, Heilige. Ja, gut. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Und wir sind hier wieder in der Wüste des leeren Blattes. Im letzten oder zu Ende des letzten Videos zurückgekehrt aus dem Bühtempel, der uns ja mehr als herausgefordert hat, sage ich jetzt mal. Ich laufe jetzt hier nochmal ein Ründchen in der Hoffnung, beziehungsweise ich brauche eigentlich nichts finden, ne? Ich habe volle Magic. Ich habe jetzt auch mehr Magic, man kann es jetzt an der oberen Leiste sehen, ne? Zweite Magiestufe erreicht, mehr Magic. Energie ist fast voll. Was wir leider nicht haben, sind diese Kleeblattfächer. Sollten wir uns bei Gelegenheit nochmal irgendwie zulegen. Ja, wir laufen jetzt hier trotzdem nochmal eine schnelle Runde, einfach in der Hoffnung, dass wir jetzt hier vielleicht noch was finden. Es wird jetzt in diesem Video unser Ziel sein, ja, zum einen natürlich hier aus der Wüste rauskommen, ja, das wird wahrscheinlich in den nächsten 2 Minuten hoffentlich passieren. Jetzt gucken wir hier uns erstmal dieses Sendelding ins Bummenster an, in der Hoffnung, dass wir das jetzt lesen können. Aber der Twinsen liest da nichts. Okay, also wir können jetzt mit Tieren sprechen und Runen lesen, seit wir jetzt das Bühbuch gefunden haben. Und jetzt wäre es natürlich wichtig für uns zu wissen, welche Tiere. Beziehungsweise ich bin mir sogar ziemlich sicher, welches Tier denn ist. Eins im Speziellen, da müssen wir noch mitreden, auch im weiteren Verlauf des Spiels. Allerdings müssen wir das Tier erstmal finden. Beziehungsweise warte mal, jetzt können wir das Pferdchen. Das Pferdchen können wir jetzt auch zulabern. Mal sehen, was dabei rauskommt. Hallo. Guten Tag, das Pferd. Das Pferd. Guten Tag, das Pferd. Hallo, du Quetsch. Weißt du, dass manchmal merkwürdige Schreie von dem Zeichen kommen, das auf dem Felsen liegt? Merkwürdige Schreie? Also er meint wahrscheinlich das Sendel-Zeichen. Ich gehe jetzt nochmal hin, vielleicht wurde jetzt dadurch was getriggert. Nö. Ich höre keine Schreie. Auch nicht, wenn ich näher ranzoome? Nö, keine Schreie. Sei es drum. Wir haben ja auch anderes und Wichtigeres zu tun. Hier sind ja auch... Ah, hier sind jetzt auch gar keine Soldaten mehr. Das ist cool. Was wir allerdings hier haben, ist da hinten noch sowas zu holen. Doch, der Soldat da vorne ist sogar wieder da. Jetzt müssen wir allerdings schauen. Wir machen den trotzdem mal weg. Der müsste eigentlich mit 3 Treffern weg sein. Genau. Wir werden jetzt natürlich in erster Linie wieder, ich sag mal, auf das Bötchen zurück müssen, damit wir wieder zurück auf die Hauptinsel fahren können. Genauer gesagt in den Hafen von Beluga. Und im Anschluss müssen wir schauen, dass wir noch ein paar andere Sachen erledigen. Wir brauchen jetzt zur Vervollständigung unserer Macht noch Sindels Medaillon, welches auch irgendwo sein muss. Und eine Flasche klaren Wassers. Und diese Flasche klaren Wassers werden wir, denke ich mal, bekommen, indem wir zu diesem See klaren Wassers gehen. Warum springt Twinsen jetzt ins Wasser? Ich wollte doch darüber springen. Okay, ist nicht so schlimm. Aber jetzt sind wir natürlich Game Over. Wir haben ja gar kein, Kleeblattzeugs mehr und so, ne? Na, ist egal. Wir werden ja den letzten Speicherpunkt jetzt hier laden können, hoffentlich. Ja. Also, wir sind wieder hier. Ja, da hinten, das holen wir uns wieder. Was sind das? 2 Herzchen? Weiß ich nicht. Lohnt sich das überhaupt? Viel wichtiger wäre jetzt eigentlich, möchte ich mal behaupten. Ja, von der Insel wieder runter auf jeden Fall, ne? Wir wollen hoffen, dass Twinsen nicht ins Wasser springt.
So. Einfach nur zurück aufs Boot. Das wäre super. Und wie wir jetzt auch sehen, ist das ja auch eigentlich ganz einfach. So. Ich will wieder zurück. Ich will hier weg. Darf ich? Guten Tag. Guten Tag. Bei mir kannst du für nur 10 Kasches reisen. Wo möchtest du hin? Auf die Zitadelleninsel, auf die Hauptinsel. Ich breche später auf. Ich möchte auf alle Fälle mal auf die Hauptinsel. Auf der Hauptinsel angekommen werden wir dann mal in unser Holomap reinschauen, weil da wurde ja etwas markiert. Auf die Hauptinsel. Aber jetzt wird erstmal ein bisschen Boot gefahren. Und dabei wird uns wahrscheinlich wieder übel. Achso, ich sollte vielleicht auch auf das Boot gehen. Wäre wichtig. Es gibt gleich wieder eine kleine, aber feine Cutscene normalerweise. Nee, es gibt nur die Ansicht des Holomap und wo wir langfahren, genau. Das heißt, wir sind dann gleich wieder auf der Hauptinsel. Das müsste dann Hafen von Beluga sein. Dann müssen wir, glaube ich, wieder... Da müssen wir mal gucken, was wir als nächstes erledigen müssen. Ich bin der Meinung, auf der Hauptinsel hier sind noch ein, zwei Sachen zu erledigen. Irgendwo wurden ja auch Materialien von meinen Anhängern gesammelt. Irgendwie, was da drin stand. Die bei mir wohl zusammengetragen wurden. Also ich nehme an, sehr stark im Twinsons Haus. Ja. So. Also reisen wollen wir jetzt gerade mal nicht. Springen eigentlich auch nicht, aber ich habe mal wieder die falsche Taste gedrückt. So, darf ich mit Ihnen reden? Hallo, ich komme gerade von einer Reise rund um diese Halbkugel und verkaufe mein Boot. Folgen Sie mir, falls Sie Interesse haben. Ja, wie viel kostet das Ding? Ich folge ihm einfach mal. Aha, da kam man ursprünglich gar nicht hin. Oder? Oder das Boot war vorher noch nicht da. Ich meine, das Boot war vorher noch nicht da. Hier ist das Prachtstück. Wie neu, wendig und schnell. Für 200 Caches gehört hier der Katamaran. Das ist für mich zu teuer. Mama, Hälfte. Toll, jetzt fehlen mir 7 Caches, weil ich mit dem anderen gereist bin. Aber ist ja egal, 7 Caches kriegen wir irgendwo her. Ne? Vielleicht hier. Vielleicht können wir ihn berauben. Ja gut, Herzen sind auch nicht schlecht. Magic ist auch nicht schlecht. Irgendwo im Holzstapel Geld drin? Nö. Ja, also auf jeden Fall ist der Katamaran gar nicht so übel. Allerdings brauchen wir noch ein paar Caches mehr, ne? Aber das ist ja nicht das Problem. Ich glaube, wir können auch später noch auf die Geschichte zu sprechen kommen. Beziehungsweise wir können sogar ziemlich sicher noch auf die Geschichte zu sprechen kommen. Was wir jetzt tun müssen, ist erstmal einen Blick, wie gesagt, auf unser Holomap werfen. Das wollte ich ja gemacht haben. Und jetzt sind wir im Hafen von Beluga. Haus des Fälschers auf die Insel Proxima. Da müssen wir hin. Ich meine sogar, dazu brauchen wir diesen Katamaran. Seeklaren Wassers, da müssen wir auch noch hin. Da braucht man, glaube ich, auch den Katamaran zu. Hafen von Beluga sind wir jetzt. Twinsons Haus, Zitadelleninsel, da... Ich glaube, da können wir sogar auch noch anlegen. Ich glaube, da können wir auch anlegen. Also in Twinsons Haus ist ja auf alle Fälle auch was versteckt. Ja? Haus des Fälschers. Das wäre so der nächste interessante Punkt eigentlich, das Haus des Fälschers. Ja, jetzt muss ich allerdings erstmal Kohle besorgen hier. Sonst ist ja doof, ne? Also dieser Katamaran ist von nicht schätzbarem Wert für mich. Auf der anderen Seite, ja. Wo willst du hin? Wo will ich denn hin? Naja, ich muss ja wohin. Zum Militärcamp. Camp. Camp. Naja, die Übersetzung ist niedlich, ne? Aber ist ja auch in Ordnung. Das Militärcamp, genau. Dann sind wir jetzt nämlich wieder da. Jetzt müssen wir hier eigentlich gucken, dass wir möglichst schnell... Wo willst du hin? Nein, nirgends. Ich möchte nicht sofort los. Das ist auch ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, an dieser Enhanced Edition, ja, jedes Teil, jedes Ding, mit dem du interagieren kannst, mit dem interagierst du automatisch. Wenn du... wenn du dich nur zu nah daran begibst, ist ja nun nicht Sinn der Sache.
So, hier ist nichts in den Fässern, wa? Ich brauche eigentlich nur, was brauche ich? 7 Caches, damit ich den Katamaran kaufen kann. Das kriege ich hier natürlich Herzchen. Jetzt brauche ich Geld, das kriege ich Herzchen. Gut, Herzchen ist ja auch nicht schlecht. Eieiei. Und schnell hier durch. Ich muss mir auf alle Fälle... Eigentlich habe ich genug Kohle, um mir so ein paar Lebenspunkte-Bonbons zu holen. Auf der anderen Seite brauche ich ja, wie gesagt, auch ein bisschen Kohle für den Katamaran. Oh, das ist aber sehr schlecht. Nee, oder? Okay. Also man merkt auch, die Lage spitzt sich zu, ne? Oh, heilige. Ja, gut. Da ist ein Stein. Guck dir das mal an. Schauen Sie doch. Das ist ein komischer Stein dort hinten in der Mauer. Ich könnte doch ausbrechen. Ein komischer Stein? Ja. Gut. Schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns den Stein mal an. Ja, schau dir den Stein mal an. Also auch dieses Gebäude hier kennen wir bereits. Ja, aber auch schon, ich glaube, zweimal jetzt drin oder so. Ja, also es passiert. Guten Tag. Dann leider doch immer wieder. Ich könnte jetzt hier natürlich auch der Einfachheit halber einfach einen anderen Speicherpunkt laden. Du hast soeben... Ja, ja. Alle Gegenstände gefunden, auch mein Geld und alles. Also alles wunderschön. Jetzt ist noch die Sache, es ist gar nicht so schlecht, dass wir hier sind, sage ich jetzt mal. Weil dann kann man jetzt hier wieder... Hier draußen. Was machen Sie da? Wer sind Sie? Ein bisschen nach Kohle suchen. Ich repariere die Antennen, mache ich jetzt mal, weil der Weihnachtsmann war ich schon. Ich repariere die Antennen. So. Jetzt müssen wir wieder unauffällig sein, ja, ne? Wir müssen uns an dem Dicko vorbeischleichen. Das ist alles ganz in Ordnung hier, ja? Das ist alles wirklich super. Wir können hier jetzt nochmal nach diversen Utensilien suchen, beziehungsweise jetzt haben wir ja sogar Energie wieder voll. Wir haben Magie wieder voll. Wir verhalten uns absolut unauffällig, ja? Auch in der Realität würde niemand denken, dass wir irgendwas vorhaben, ne? Ja. Und jetzt ist natürlich wieder die Situation... Die Situation insofern doof, dass wir wieder alles Mögliche finden, was wir nicht brauchen. Allerdings haben wir jetzt hier... Moment mal, das war jetzt nicht nur ein Cache, oder? Ich könnte jetzt hier 7-mal reingehen, damit ich meine 7 Caches kriege. Ich könnte aber auch einfach gucken, dass ich mich wieder in eine andere Richtung begebe. Und anderweitig nach Geld suche. Ja, Magic, wir haben alles, was wir brauchen. Nur fehlen uns jetzt aktuell noch 6 Caches für den Katamaran. Der ist essentiell, den brauchen wir leider. Lass mal vorbei. Ja, natürlich. Es blockiert mich der hier, weißt du? Ist ja alles, weißt du? Super. So. Meine Güte. Und wieder ein Kleeblatt weg. Naja. Jetzt gehen wir wieder hier hin. Einfach nur so. Weil wir können jetzt vielleicht hier das Siegel lesen. Hier ist ja auch ein Sendelsiegel. Und wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir da gleich mal danach. Allerdings müssen wir uns mit den Kameraden hier versuchen, nicht allzu lang aufzuhalten. Ja, und auch das geht nicht. Okay, dann gehen wir wieder. Wir gehen einfach wieder. Ne? Es ist gar nichts passiert. Es ist alles in Ordnung.
Es ist alles in Ordnung. Idealerweise gehen wir vielleicht in die Altstadt und rauben da einen Laden aus oder so. Ich glaube, am schnellsten sind wir hier sogar, wenn wir einfach nur drauf zurennen. Beziehungsweise ich bin sogar der Meinung, okay, jetzt bin ich hier ganz, ganz doof gelandet. Okay, ganz, ganz doof gelandet. Ich hätte eigentlich mit dem Dico da reden wollen. Hinter Gittern. Das habe ich nämlich noch nicht getan. So. So hatte ich das ursprünglich eigentlich auch vor. So. Sie. Guten Tag. Ich bin festgenommen worden, weil ich in aller Öffentlichkeit genießt habe. Das ist wirklich lächerlich. Dagegen hat mir ein Mann gesagt, dass ein Fälscher in der Zelle ganz rechts vom Hauptquartier sitzt. Ja, okay. Bei dem waren wir jetzt zuerst. Also im Prinzip hätten wir diesen Dico hier jetzt nicht mehr gebraucht. Das heißt, der Trouble, in den ich mich da jetzt die ganze Zeit gebracht habe, der war so ein kleines bisschen umsonst. Aber ja. Ich weiß gar nicht. Bringt es mir jetzt was, hier weiter rumzurennen? Ich glaube es nicht, ne? Es wird wahrscheinlich... Oh Gott, die roten Dikos da, die sind ganz gefährlich. Ich glaube, die sind sowas von unkaputtbar. Ich glaube, ich will hier auch wieder weg. Einfach wieder weg. Einfach wieder weg. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Ich reg mich jetzt mal nicht auf. Also, wir sind da nochmal gewesen. Das ist jetzt soweit in Ordnung. Der hat uns nichts Neues gesagt. Ich hatte in Erinnerung, dass man mit dem noch irgendwie vielleicht eine andere Info bekommt oder eine neue Info. In dem Fall war es aber nur so. Der sagt uns, dass auf der anderen Seite ein Fälscher sitzt. Wir gehen zum Fälscher und der Fälscher sagt uns dann, dass er einen Bruder hat und so weiter. Ja. Jetzt müssen wir hier mal schauen, oder ich würde gerne hier mal schauen, ob man hier noch irgendwo an Geld kommt. So recht kurzfristig. Ich könnte jetzt natürlich auch wieder für Geld auf die Zitadelleninsel reisen. Zu Twinsons Haus. Und könnte da mal gucken, was da so rumkreucht und fleucht. Aber ich bin der Meinung, ich kann mir dieses ganze Geld sparen, das ich jetzt für irgendwelche Fahrkarten hier blechen würde, indem ich einfach diesen Katamaran kaufe. Und mich dann, ich glaube sogar, wo auch ich immer hin will, selbst hinzubringen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. So, jetzt ist noch hier ein Pferd. Mit dem können wir jetzt natürlich auch sprechen. Guten Tag, hallo. Einer meiner Kollegen galoppiert mit der Mähne im Wind in der Wüste des leeren Blattes. Seiner Meinung nach ist dort jemand in einer Höhle hinter einem riesigen Siegel gefangen. Deswegen auch das Gejammer, wovon vorher geredet wurde, ne? Dass man da wohl hört. Ich halte es also gar nicht für so unmöglich, dass wir eventuell sogar nochmal in die Wüste des leeren Blattes müssen. Ich halte es allerdings auch nicht für unmöglich, dass vielleicht irgendwo jetzt hier mal 10 Caches rumliegen. Bitte. Das wäre doch super. Einfach nur 10 Caches. Springst du da hoch? Nee, ich brauche 10 Caches. Axt, verdammte. Einfach nur 10 Caches. Naja, eigentlich genau, um genau zu sein, 6. Um genau zu sein, 6. Aber woher? Ja gut, Magie ist jetzt auch mal so nicht ganz schlecht, ne? Wir sind allerdings auch schon wieder eigentlich im Bereich der Videolänge angekommen. Allerdings diese paar Geschichten da mit der Selbstschussanlage und so, die waren ja dann doch ein bisschen zu blöd. Die schneide ich raus im Nachhinein. Die schneide ich raus und werde hoffentlich
nach dem Rausschneiden immer noch auf eine angenehme Länge kommen. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal noch so 5 Minuten machen an dieser Stelle. Kann ich hier jetzt vielleicht was lesen, was ich vorher nicht lesen konnte? Nö. Nicht schlimm. Was gibt es da? Da gibt es auch noch einen Laden, genau. Ja gut, da könnte ich jetzt wieder für Geld Sachen kaufen, aber lieber... Ich kaufe mir ehrlich gesagt lieber den Katamaran. Und bin dann zwar pleite, aber dann habe ich den wenigstens zum Hin- und Herreisen. Ne? Allerdings sieht es tatsächlich so aus, als müsste ich mir diese paar Caches relativ... Oh, oh ja, ein Kleeblatt. Auch gut. Als müsste ich mir diese Caches hart erarbeiten. Es heißt, dass das Leitungswasser jetzt besser schmeckt. Boah, wieder mal eine Werbeaktion vom Bund der Anti-Alkoholiker. Das wird es wohl sein, ja. Könnt ihr eure Kasse leer machen oder so, bitte? Ich brauche Kohle, ganz dringend. Es tut mir leid. Ah, es sieht leider nicht so aus. Ich muss zurück. Da ist noch ein anderer Laden. Ich muss gucken, ob ich hier noch irgendwo Kohle finde. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust. Ja gut, Magie auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Lieber wäre mir aber Geld. Jetzt muss ich vielleicht doch... Oh ja, noch 4. Noch 4 Caches. Ich könnte deine Kasse nehmen. Du Dieb! Okay, ist ja gut. Ah, probieren kann man es doch mal, ne? Der Durchgang lässt sich von der anderen Seite bei meinem Cousin öffnen. Von der anderen Seite? Überall rumzuschnüffeln. Das ist das für ein Dialekt, sag mal. Von der anderen Seite, das muss doch irgendwie, das muss doch irgendwie so im Hessischen liegen, gell? Naja, lassen wir es mal so, ne? Also, das nehmen wir wieder aus dem Blümchen, nehmen wir wieder Adalische raus, gell? Dann gehen wir wieder in die Lade zu dem Elefante-Doktor, gell? Dann holen wir uns die restliche Kasches, wo wir brauchen, und dann gehen wir uns den Katamaran kaufen. Das hätte ich jetzt einfach mal so sagen. Jetzt ist dein Herz drin. Leck mich doch. Ich brauche 3 Caches. Ich brauche 3 Caches. Das würde ich also jetzt gerne in diesem Video noch machen. Lass es dann nach dem Schneiden trotzdem noch etwas länger sein, als es sein sollte, aber damit wir hier wenigstens gut im nächsten Video etwas völlig Neues erleben, indem wir zum Beispiel zum Fälscher gehen oder zum seeklaren Wassers oder. Wir haben ja so viele Möglichkeiten noch hier. Es ist ja ein Riesenspiel, ja. Ist da wieder ein Herz drin? Ja, sage mal. Was ist mit der Pflanze da? Kriege ich da vielleicht Kleingeld? Nee. Meine Güte. Jawohl. Noch ein Cash. Noch ein Cash, bitte. Gib mir noch ein Cash, dann bin ich weg. Ist da ein Cash drin? Oder muss ich erst wieder... Ich muss den Bereich wieder komplett verlassen. Okay. Macht ja nichts. Aber wenn da jetzt dafür ein Cash drin ist und ich mir das Bötchen kaufen kann, dann ist ja natürlich hier schon wieder einiges gerettet, ne? Dann kann ich nämlich auch beruhigt... Hallo? Jawohl, 200. Ich gehe mir jetzt ein Bötchen kaufen. Ich gehe mir jetzt mein eigenes Bötchen kaufen. Und aufpassen, dass man nicht erwischt. Ja doch, genau. Genau das wollte ich nicht. Ja, ist gut. Toll, hier wären 5. Hallo. Oh mein Gott. Ach je. Aber gut, na jetzt haben wir halt 205, dann sind wir wenigstens nicht ganz pleite.
Hat ja auch seine Vorteile. Leider das eine Kleeblatt schon wieder quasi verschenkt. So, wenn du mir jetzt noch sagst, ich habe keinen Treibstoff mehr. Gut. Zum Hafen von Beluga. Also ja, wenigstens noch Treibstoff. Ich gehe mir jetzt mein Bötchen kaufen und dann ist das Video zu Ende. Das machen wir jetzt noch. Ja. So, also jetzt wären wir hier. Ja, 200. Kauf ich. Meins, Mann. Ja, Mann, ich habe noch 5 Caches. So, und jetzt hau ab. Es ist nicht mehr dein Boot. Nicht mal mehr angucken darfst du es. So, also da bleiben wir jetzt stehen. Und wohin wir reisen, entscheiden wir im nächsten Video, würde ich sagen. Einfach so. So spontan. Könnt ihr auch gespannt drauf sein. Also gut, dieses Video ist an dieser Stelle zu Ende und wir schauen dann, wie gesagt, im nächsten Video, wo wir hinfahren. Es wird aber schätzungsweise zum Haus des Fälschers gehen oder irgendwie so, ja, weil die Story muss ja weitergehen und es kommt, wenn ich mich recht erinnere, auch noch das ein oder andere knifflige Kniff auf uns zu. Das werden wir uns dann anschauen. Vielleicht nicht im nächsten, aber im übernächsten und im überübernächsten Video und so weiter. Es geht auch noch eine Weile. Also, an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gern Däumchen da lassen in nördliche Richtung. Und wenn ihr wollt, sogar einen Kommentar. Ansonsten solltet ihr noch nicht abonniert haben. Auch ein Abo, freue ich mich sehr drüber. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und tschüss.